Ja, liebe Kinder, hier spricht der Jochen vom Tinko Kindertheater. Und von mir gibt's heute mehrere Geschichten von ein paar Zwergen, die vor vielen Jahren im Hangelstein gelebt und gearbeitet haben. Der Hangelstein ist ein bewaldeter Berg zwischen Gießen-Wieseck und Buseck. Und wenn ihr dort mal mit den Eltern spazieren geht, findet ihr vielleicht noch Spuren von den beliebten Zwergen. Tief unter dem Hangelstein. Die Wichtelmänner, hübsch und klein, die einstmals unterm Hangelstein ein tiefes Bergwerk gruben, die hatten dort auch Stuben. Da standen ihre Betten und ein Tisch, der war recht groß und rund, an dem sie alle saßen, wenn sie gemeinsam aßen. Die Lampe überm Suppentopf, das war ein Sonnenblumenkopf. Der leuchtete wie Sonnenschein in die Zimmer hell hinein. Dort standen Sofa, Stühle, Schrank und alles war ganz blitzeblank. Auf den Tischen in den Ecken lagen runde Häkeldecken und weiche Kissen auf den Bänken. In den breiten Kleiderschränken hingen Mützchen, Joppen, Hosen für die Kleinsten und die Großen. Natürlich gab's für die Popöchen auch kleine, ganz bequeme Klöchen. In einem riesengroßen Saal, da trafen sie sich jedes Mal am Abend, schon bei Lampenschein, zu musizieren, groß und klein. Sie spielten Flöte, Geige, Bass, der eine dies, der andere das. Auch Klarinette war gefragt. Der Kleinste hat sich sehr geplagt auf seiner Mundharmonika. Da braucht man Puste, das ist klar. Doch daran fehlte es ihm noch. Spielen tat er aber doch. Wenn alle dann in bunten Scharen im Saale nun versammelt waren, hörte man sie fröhlich singen und die Instrumente klingen. Das drang oft durch das Felsgestein bis weit hinauf zum Hangelstein. Die fröhlichen Esser. Am Hangelstein hat man gerochen, dass die Zwerge gerne kochen. Manchmal lag dort in der Luft ein wunderbarer Essensduft. Aus Blumen machten sie Gemüse, besonders liebten sie das Süße. Alle Wichtel in der Gruppe, so kochten sie oft Pflaumensuppe, machten sehr viel Apfelbrei, verrührten Honig auch mit Ei, tranken gerne Kirschensaft und Erdbeeren gab es massenhaft. Auch Heidelbeeren, reif und blau, nebst Himbeeren und Morgentau. Die Birnen waren sehr begehrt und mancher Milchtopf ward geleert. Die kleine Waldmaus Hildegard, sie war sehr schlank und recht apart, die half den Wichteln Beeren suchen. Als Lohn bekam sie Streuselkuchen. Sie wusste, wo die Brombeeren wachsen, bei einer Wohnung von zwei Dachsen und wo viele Preiselbeeren, die Zwerge sehr begehren, zwischen alten Bäumen stehen, wo die Menschen sie nicht sehen. Ja, selbst in Pilzen kannte die Maus sich seit Jahren sehr gut aus. Sie sammelte vor allen Dingen sehr viele von den Pfifferlingen, denn Pfifferlinge gut geschmort mögen Zwerge, Ehrenwort. Wenn die Wichtel dann probierten, kräftig schwitzten, würzten, rührten, auf dem Herd die Töpfe schoben, manchmal auch die Deckel hoben, dass der Dampf die Küche füllte und in weiße Schwaden hüllte, standen um den Herd herum die Wichtelmänner, staunend, stumm. Manchem knurrte schon der Magen, bis das Essen aufgetragen. Hei, wie ließen sie sich's schmecken, das war ein Schlucken, Schmatzen, Lecken, lustig blickten ihre Äuglein, langsam füllten sich die Bäuchlein, die Kleinsten sah man süßes Naschen, doch dann wurde abgewaschen. Alle halfen, so ging's schneller, Messer, Löffel, Tassen, Teller, wurden wieder blitzeblank und kamen in den Küchenschrank. Die versunkene Glocke. Auf der Badenburger Lahn sah man Zwerge oft im Kahn, sie kamen nachts beim Mondenschein leise her vom Hangelstein.
Schweigend, dass sie niemand hört, ruderten sie ungestört weg vom Ufer 100 Schritte in des tiefen Flusses Mitte. Vom Wasserstrudel hoch bedeckt, liegt dort unten gut verstickt eine Glocke, groß und schwer. Die Menschen wissen das nicht mehr. Im Krieg, in einer dunklen Nacht, ward sie von Wismar hergebracht, um sie vor dem Feind zu retten, mit dicken, schweren Eisenketten, die sie vorsichtig gelenkt, ward sie in den Fluss versenkt. Niemand weiß mehr, wo das war, nur die kleine Zwergenschar kannte den geheimen Ort, darum sah man sie auch dort. Wurde nachts der Mondschein blasser, stiegen sie ins dunkle Wasser, ließen sich recht froh und munter bis zur Glocke tief hinunter. Dann begannen emsig treiben, kratzen, bürsten, schmirgeln, reiben, mit Schrubbern, Bürsten in der Hand, mit Bimssteinen und mit viel Sand, mit Eisenspänen und mit Pfeilen, mit Hämmerchen und kleinen Keilen ward geschrubbt, geschabt, hantiert, gerubbelt und schön blank poliert, bis die Glocke, wie sie sollt, wieder glänzte rein wie Gold. Dämmerte der Morgen schon, klang aus dem Fluss ein leiser Ton, das war der Glocke lieber Dank, weil sie wieder blitzeblank. Die Zwerge aber, Mann für Mann, stiegen wieder in den Kahn, ruderten ans Ufer schnell, denn im Osten ward's schon hell. Müde, abgeschafft und klein, verschwanden sie im Hangelstein.